Moin moin und willkommen zurück bei Ark Fjordur. Wir haben das letzte Mal tatsächlich unseren Bauplatz gefunden und zwar die Klippenrippen. Ich finde das immer noch total geil mit dem Namen, finde ich gut. Guck mal. Bäh. Was für Ekelviecher. Also nicht der, ich meine jetzt Eurypterin natürlich, ne? Ist der hinten einfach am Strand rumgechillt. Ich bin nicht gerade froh, dass ich nicht mehr so oft da unten bin. Mein Plan wäre tatsächlich, dass wir ein bisschen was bauen und auf der anderen Seite tatsächlich auch ein bisschen Betäubungsmittel herstellen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit ein bisschen Bauen an. Ich habe nämlich schon ein bisschen was im Kopf. Ich würde gern aus Stein bauen. Ich bin gerade nur hier am Überlegen, ob ich S-Plus-Stein nehme oder Vanilla-Stein. Da fragt man sich jetzt natürlich, warum sollte ich das normale Stein nehmen, wenn es S Plus, wenn es eine Variante in S Plus gibt. Relativ einfache Geschichte. Die Vanilla-Steinwände haben eine andere Textur. Auf der Innenseite. Und ich glaube, dass mir die besser gefällt. Ich würde das gerne einmal ausprobieren. Na, komm. Wand. Da ist sie. Komm, gib mir mal. Wie viel kann ich? 10? 8. Ey. So. Wände sind hergestellt. Ich würde mal sagen, dann hauen wir jetzt mal zu den Klippenrippen ab. Ich gehe mal davon aus. Ich hatte den Teleporter, glaube ich, schon nach oben geräumt, oder? Klippenrippe. Und dann zeigt ihr einmal, was ich meine mit den Steindingern. Und dann werde ich mich auch gleich entscheiden können, was mir gefällt. Oh mein Gott, ist das cool hier oben. Und da wurde der Steinbjörn. Naja, besser als der Drachenbjörn. Ha, Entschuldigung. Der war ein bisschen flach. So, ich mag den Drachenbjörn. So. So, einmal hier die S-Plus-Variante. Na, ich glaube, ich muss jetzt hier sowieso ein bisschen... Mich stört, dass das hier so ein Gitter hat und ich habe direkt drauf geschissen. Das ist okay. Ich glaube, das letzte Mal war schon mal mit erwähnt. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht teuer anders baue. So, das ist die S-Plus-Variante. Und das ist Vanilla. Und mir gefällt diese Holzstruktur, die da noch mit drin ist, recht gut. Also jetzt nichts gegen diese S-Plus-Dinger. Ich habe damit schon sehr viel gebaut, aber ich glaube, für das, was ich hier aufbaue, gefällt mir die Vanilla-Textur tatsächlich besser. Nur, dass ihr das auch einmal gesehen habt. Schon ewig her, dass ich mit denen Vanilla-Steinen gebaut habe. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal, als ich die verbaut habe, hatte ich noch mit Baumstriker relativ frisch auf Ragnarök gespielt. Das war schon interessant, würde ich mal sagen. Ist das eigentlich auch eine Höhle oder ist das einfach nur hübsch? Das ist wohl einfach nur hübsch. Das ist in Ordnung. Und so, das sieht doch geil aus. Ja, mein Problem ist der Boden. Da müsste ich mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, dass wir das dicht bauen. Aber da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, wie. Letztendlich ist das ja auch kein großes Problem. Aber ich glaube, ich würde hier vielleicht gern Boden reinziehen. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, da jetzt noch einen Boden drauf zu ziehen, aber ich glaube, damit geht es mir besser. Dann lass uns nochmal nach Hause. Oh, das heißt ja gar nicht mehr Home. Warte mal, was ist das? Vogelhaus, ne? Also wir werden relativ viel jetzt einfach hin und her reisen, weil wir haben die Materialien ja eigentlich alle da für solche Späße. Nur halt nicht hier. Entsprechend werden wir den Teleporter öfter mal benutzen heute. Dach. Ich hätte es gerne als nicht schräg. Obwohl das. Nee, das ist geneigt. Warte mal. Dach. Das heißt nicht Dach. Wie heißt es denn?
Also ich brauche ein Ceiling, aber wie heißt das auf Deutsch? Decke. Oh, jetzt haben wir schon wieder unterschiedliche Texturen. Das ist so. Okay, warte mal. Decke. Oh, guck mal, ich kann 12 Stück machen. Wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Im besten Fall kann ich damit das Ding dicht bauen. Im besten Fall. Ich habe Zweifel, aber man kann es ja mal versuchen. Der Winkel passt nicht. Oh, ist das gemein. Das ist gemein. Oh. Nee, das kann ich so nicht akzeptieren. Das sieht nicht geil aus, wenn das hier hinten rüberragt. Das muss ja nicht sein. Echt jetzt? Riecht die da nicht mehr weg? Och nö. Das Ding steckt in der Plattform. Oh nein. Ja, das ist jetzt bitter. Ja gut, Scheiße. Vielleicht muss ich den Boden ja doch so hinnehmen, wie er ist. Dann würde ich aber gerne den Innenraum abdecken. Das habe ich doch. Ich meine, in unserem Lagerhaus haben wir das doch wohl hingekriegt gehabt, dass das irgendwie passte. Da hatten wir extra Elemente für. Oh, genau. Warte mal. Da hatten wir... Es gibt extra dreieckige Dächer für den Spaß. Oh, jetzt muss ich gucken. Vogelhaus. Müssen wir doch mal den S-Plus-Crafter ran. Oh ja. Wir haben da ja eine Zwischendecke mit den großen Platten draufgezogen gehabt. Also nicht hier, sondern hier. Wupp, wupp. Muss ich mal gucken. Wie hieß denn der Spaß? So. Ach, das sind die Wedges. Ah. Habe ich die Steinwedge zufällig gelernt? Gibt es eine Steinwedge überhaupt? Warte mal. Metal? Metall?
Oh. Gibt sie gar nicht aus. Ja, okay, scheinbar gibt sie gar nicht aus Stein. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich finde, die Kombination aus Holz und Stein sieht sowieso geil aus und wir müssten noch welche da haben. Eigentlich. 4 Stück. Ja, nicht schlecht. Ich hab Durst. Shadow Main, wir müssen mal kurz was trinken. Woohoo. Natürlich geht das nur, indem wir einfach ins Meer springen. Naja, das funktioniert zumindest zuverlässig. Komm, lass uns Haie töten. Weil wir es können. Danke. Nein! Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ja. Okay. Na! Ich bin hektisch. Zu hektisch. Los, spring in den Baum und das war's. Danke. Gutes Gespräch. War schön. Wie habe ich die denn hier unten runtergepackt? Ja. Das ist eine Wand und ein bisschen. Da haben wir auf diese Deckenhöhe. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das brauchen für die. Fürs Wohnen. Auf jeden Fall hätte ich aber lieber den Boden als andere Sachen. Und die kann ich dann auch besser verstecken, das Netz in der Mitte, was mich stört. Weil wir dann Snap-Punkte haben, bis in die Mitte rein. Oh. Wuhu, Teleporter. Also heute sehen wir recht häufig, wie ein Teleporter funktioniert. Hatte ich doch schon erwähnt, aber da war der Beweis. So. Wunderbar. Dann würde ich die einmal mit wegnehmen. Die würde ich dann nämlich oben in den Wohnraum packen und unten machen wir einfach, bleiben wir bei denen. Bei den S-Plussern. Und dann nehmen wir uns die. Ist eine interessante Deckenhöhe. Vielleicht nehmen wir die doch als Wohnraum? Boah, jetzt bin ich unentschlossen. Verdammte Axt! Weil das ist schon cool. Guck mal, ob ich die Dächer noch habe, die schrägen. Ob wir davon noch mehr haben. Ganz viel hin und her. Wir müssen aber, ich muss aber darauf achten, dass wir gleich auch noch mal ein paar Bärchen holen, damit wir Betäubungsmittel machen. Weil wir haben echt nicht mehr so viel von dem Zeug. So, warte mal. Hier. Kann auch sein, dass uns das Material ausgeht, wenn ich jetzt noch ein paar von den Dächern machen will, weil ich glaube, wir haben keine mehr. Die hatten wir ja für das Vogelhaus benutzt gehabt. Auf Anhieb sehe ich keine, bleibe ich bei. Slope. Und groß bitte.
Nein, 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 nein. Nein! Jetzt habe ich ein Tor gemacht. Ah, okay. Einfach nur okay. Wir haben ein Tor. So, ich würde mir das gerne auch da mal angucken. So, dieses Hin und Her. Okay, langsam nervt mich selber ein bisschen. Aber es geht ja relativ flott. Teleporter sei Dank. So. Schönen guten Tag. Witzig. Ich kann das da einfach rausstecken, okay? Die Dinger würden auch klar gehen. Ja, das hier unten mit dem... Müsste ich mal gucken. Habe ich Snap-Punkte annehmen? Lass mal kurz gucken. Habe ich... Ich habe jetzt keine weiteren Wände mehr. Wir könnten uns damit ein richtig schickes Loft bauen hier eigentlich. Ist natürlich wieder vollkommen überdimensioniert und groß. Und hier vorne könnten wir dann eine Ankommensstation machen, Teleporter. Dann nutzen wir hier nur die Ecke. Wir haben dann hier eine Menge freie. Okay, das könnte spannend werden. Moment mal. Oh, aufheben. Sloped Wedge. Okay, aber damit muss ich dann mit dem Boden ja trotzdem nehmen, weil den akzeptiere ich dann damit ja leider. Aber gut. Kriegen wir schon geregelt. So. Dann kommen da jetzt Linkswände. Und ein Hoch dürfte reichen eigentlich, würde ich mal sagen. Dann können wir es uns nämlich gemütlich darunter machen mit ein paar Sitzmöbeln. Natürlich muss ich dann dafür sorgen, dass wir noch Fenster da reinkriegen. Ich habe überlegen, ob das nicht immer noch zu groß ist, weil letztendlich ist das ja wirklich ausschließlich fürs Wohnen gedacht. Dran kriegen hier hinten. Beziehungsweise will ich das? Ah! Sorry, Leute. Ich habe hier Inspirationsschwierigkeiten. Lass uns Bärchen sammeln gehen. Das ließ sich hier, glaube ich, immer ganz gut machen an dem Zementspot. Holen wir uns aber den Bronto rüber. Ich muss kurz was anderes machen, um den Kopf freizukriegen. Ganz wichtige Geschichte. Der hat einen Peilsender, ne?
Hi. Der Ankylosaurus, dem wird das jetzt vielleicht nicht gefallen. Ach, den Ankylosaurus wird das nicht gefallen. Naja, ist okay. Oh, ich glaube, die Bärchen sammeln fand ich ein Stego sogar mal irgendwie etwas geiler. Aber jetzt haben wir den Bronto halt. Der bietet sich an. Oh, ein bisschen Stroh. Oh yeah. So, wir werden mal gucken, wie viele Bärchen wir da jetzt rausgeholt haben. Oh, ey, jetzt haben wir den Ankylosaurus auf dem Rückweg von dem Schwanz noch erwischt. Ah ja, ist okay. Den müssen wir uns leider entledigen, weil der gibt nicht auf. Boah, hohes Level oder was? Oh. Okay. Also ich habe einen schwarzen Bildschirm und ihr so? Komm, können wir verbessern. So, guck mal, ganz schwarz. Woo. So, wie viel mehr nicht? Wow. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Weg. Ja. So, ich mach mal kurz die Kleinviecher hier. Na, hast du noch einer? Haben wir es jetzt? Nur noch Blutungsschaden, okay. Komm, lass uns noch jetzt den Charakter sehen. Einmal ab nach Hause ins Bett. Die Dunkelheit muss ja wirklich nicht sein. Zumindest nicht so dunkel. Du darfst hier stehen bleiben. Vogel aus. Dann können wir mit den Bärchen eigentlich auch gleich mal was verarbeiten. Bevor die weggammeln. So, und zwar MK2 müssen wir erstmal mit weitermachen. Guten Tag, was ist hier oben? Da. Trankcrafter. Konsumgüter. Narkotiks. MK2. Oh. Fehlt an Zündpulver? Okay. Das ist ja in der Regel jetzt kein Problem. Gib mir mal 1000 davon. Pulldone? Achso, ein. Das heißt aber auch, dass wir unten in unserem Serving-Bin keins mehr haben. Warte mal, das geht ja gar nicht. Der soll das schön weitermachen mit seinem Zündpulver. Er brutzelt auch noch. Hat auch noch, okay. Wir müssen warten, bis das Ding oben fertig ist, glaube ich, ne? Bevor wir es sehen. Ha. Okay.
Karte wohl noch? Ich stapp mir einfach Zündpulver. Pack's hier rein. Hey! MK2. Brauche mal 65. Haben wir jetzt hier noch genug Zündpulver drin? Es ist wahrscheinlich schon wieder, es ist an den Narkobären gescheitert, mehr. Ich packe hier nochmal zur Sicherheit mehr Zündpulver. Oh, der Shadow Main. Den packe ich da auch gleich mal aus. Ist ja anstrengend mit dem. So. Dann haben wir zumindest mal wieder MK2-Narkotiks gemacht. Hier, du müsstest hier mal verschwinden. Ich frag dich mal mit einer Crew-Kapsel. Klappt das? Oder lecken wir zu sehr? Ja, geht gut. Hey! So. Check. Shadow Main, safe. Wir haben ein bisschen Zündpulver. Nicht Zündpulver, hier Narkotiks. Können wir auch die MK3s machen? Das war das, wofür ich das Blutegelblut haben wollte. 49 Stück? Oh. Und MK4? Honig und natürliches Gift? Alter, das können wir sogar umkraften. Richtig entspannt. K4. Weil Honig und natürliches Gift haben wir ja nicht wenig. Vor allem, ich könnte den sogar machen. Oh, ich müsste mir vielleicht nochmal raussuchen. Ach. Nein, hier das. Ich müsste mal in der Mod-Beschreibung nochmal gucken, wie viel besser das ist. Ich hatte ja schon mit erwähnt, je höher wir gehen mit den Sachen, desto teurer wird es, aber desto weniger effizient ist es dann auch. Kosten-Nutzen-Faktor, finde ich, ist bei MK2, glaube ich, am höchsten gewesen. Was kostet MK5 denn? Anglergel und Ammonitengalle. Ammonitengalle klingt jetzt nach nicht unbedingt etwas, was wir auf Lager haben. Korrekt. Ich dachte, ich prüfe das mal kurz. Aber nee, wir können bis MK4 ganz bequem hochkommen, wenn wir noch ein bisschen Blutegelblut dran schaffen. Okay. Spannend. Nö, dann haben wir das Projekt dahingehend jetzt schon mal für heute gemacht. Ich, wegen unserem Wohnhaus. Oh, ich weiß nicht, ich muss irgendwas finden, damit ich mich mit diesem Netz hier unten abwenden kann. Das ist ja hier nicht so schlimm, aber in Jotunheim finde ich es halt doch ein bisschen frostig, wenn ich drüber nachdenke, dass da unter minus 40 Grad sind und da so ein... Es ergibt keinen Sinn. Das hat spielerisch null Einfluss, aber... Ah! Das muss ich mir erstmal schönreden. Dann kriegen wir das auch hin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.